Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt viel diskutiert, was wäre, wenn wir so eine liberale Drogenpolitik hätten, und Sie von der FDP haben ein Modellprojekt gefordert. Wir müssen uns das in der Tat gar nicht so schwer machen und können einfach mal in die anderen Länder schauen. Frau Kollegin Kappert-Gonter hatte den Bundesstaat Colorado angesprochen gehabt. Ich war vor wenigen Monaten in Colorado gewesen, ein Bundesstaat, der ja vor 4 Jahren die Drogenpolitik liberalisiert hat. Und ich bin dort mit einer Erkenntnis nach Hause gefahren. Punkt 1, der Drogenkonsum hat zugenommen. Punkt 2, Jugendliche kommen leichter an Drogen ran, weil es halt immer einen dummen Erwachsenen gibt, der ihnen das Zeug dann billig verkauft. Das waren die Erkenntnisse. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war auch dann in San Francisco gewesen. Wenn wir an San Francisco denken, dann denken wir an die Straßenbahnen, die so schön den Berg rauf und runter fahren. Wir denken an Palmen, wir denken an das Meer. Ich war geschockt. Ich war geschockt von dieser Stadt. Wenn man durch die Straßen gelaufen ist, hat es überall nach Cannabis und Urin gerochen. Überall lagen Hunderte Obdachlose in dieser Stadt herum, die wie menschlicher wie Müll behandelt worden sind. Und dieses Menschenbild, diese Drogenpolitik, die möchte ich in Deutschland nicht haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jede Woche gibt es in den USA 1000 Opiattote. Der Präsident hat den gesundheitlichen Notstand ausgerufen. Es gibt eine richtige Drogenepidemie. Und das ist das Ergebnis der Verharmlosung von Drogen, weil eben harte Drogen, wer harte Drogen nimmt, der hat meist eine Drogenkarriere mit Cannabis begonnen. Und deswegen führt eine liberalisierte Drogenpolitik zu mehr Drogen, zu mehr Leid und zu mehr Drogentoten. Gut, die frischen Fragen hat sich erledigt, das freut mich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sind einige Argumente geäußert worden. Eins war ja, Verbote bringen nichts. Doch, Verbote bringen etwas. Sie verhindern Schlimmeres. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier ein Nichtraucherschutzgesetz oder auch in den Bundesländern eingeführt. Die Zahl der Raucher ist deutlich gesunken. Vor allem die Zahl der jungen Raucher ist deutlich gesunken. Also man sieht an Gesetzen, Gesetze zeigen, was gut und was richtig ist, so wie Verkehrsschilder auch etwas anzeigen. Ein Stoppschild sagt Halt. Und ein junger Mensch, der ein Gesetz sieht, wo drin steht, Cannabis ist schlecht, der weiß, das ist ein Stoff, der deiner Gesundheit schadet. Und ganz klar übrigens nicht die beigemischten Stoffe sind das Gefährliche, sondern das Cannabis, was in diesen beigemischten Stoffen ist. Das ist das Gefährliche und das schädigt auch die Gesundheit. Und jetzt kann man sagen, ja, es halten sich ja nicht alle an die Gesetze, da kann man sie ja abschaffen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der gleichen Logik könnte man jetzt fragen, wieso muss man eigentlich in der Stadt 50 km/h fahren? Es gibt ja so viele Menschen, die fahren nicht 50 km/h, sondern schneller. Das ist doch eine vollkommen schizophrene Logik, dann zu sagen, deswegen muss man das Gesetz abschaffen. Ein Staat muss klare Regeln aufstellen, er muss Gesetze aufstellen, damit sich die Leute dran halten. Dann haben wir als nächstes gehört, der illegale Markt soll ausgetrocknet werden. Jetzt stellen wir uns mal vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, Cannabis wird in Fachgeschäften verkauft. Was machen die Drogendealer? Gehen die zur Arbeitsagentur und beantragen eine Umschulung? Nein, was werden sie machen? Sie werden Punkt 1 gucken, ich verkaufe jetzt das Cannabis an die unter 18-Jährigen, weil die kriegen sie ja noch nicht im Geschäft. Und Punkt 2 werden sie sagen, was gibt es denn noch so, was ich an neuen Produkten auf den Markt bringen kann? Und da ist Christel das Nächste. Also Sie müssen da keine Angst haben, die werden nicht arbeitslos. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Cannabis schadet der Gesundheit, das ist ganz klar. Cannabis schadet jungen Menschen. Ihre Anträge schaden sowohl der Gesundheit als auch der Jugend. Deshalb werden wir sie guten Herzens ablehnen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht nun der Kollege Dirk Heigenblut.